So, ich Und jetzt schlafe schneit's. auch. Dann Oh, müsste es okay. gleich wieder aufhören mit dem Schnee. Ich hoffe mal. Der Schnee ist jetzt Ja, nicht der so. ist Ja, jetzt weg. super. Nee, mein vorletzter Gast hatte eine Schneeallergie. Das war natürlich dann nicht so schön. Wer war das? War das Saure Gurke, der hat saure also Gurke? in, Okay. überall dann den Schnee weggemacht. Seitdem habe ich also richtig Berge Schnee in meinem Lager und Hier auch. überlege, ob ich da nicht mein Haus mitmache. Was ist eigentlich? Ich habe nämlich in der Folge gesehen, ihr habt wieder die Schneemänner eingesetzt oder was war das? Ja, richtig. Oder wollte das machen? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Warum waren die jetzt eigentlich weg? Irgendwie. Das ist eine gute Frage, das frage ich mich auch. Der erste Schneemann ist da aus dem Gelände raus ausgebüxt. Das habe Hast ich ja doch zwar nicht Zäune. gesehen, aber ja, da ist ein Zaun drumherum, aber ich habe dann seine Schnee, damals hat es ja noch nicht geschneit, Ja. und da habe ich seine Schneespur gesehen, die also hinten, Ja. noch Oh sind sie ja, da, das ja, ist. die dann hier hinten runter ins Tal ging und dann verschwand. Da habe ich gedacht, wie bist du denn da rausgekommen, du Schneemann? Ist jetzt ja gut. Und Wenn es der zweite ist jetzt. dann mit einmal weg gewesen auch. Keine Ahnung. Aber jetzt sind sie ja noch alle beide da. Vielleicht häufen sie ja so viel Schnee dann nacheinander auf unter sich, dass sie dann da drüber klettern können. Ich habe keine Ahnung. Muss ich den Zaun vielleicht doppelt so hoch machen? Ja, wäre, glaube ich, sicherer. Guck mich nicht so an, du Schneemann. Oh. Du überlegst auch schon, wie du hier rauskommst, wa? Okay. So, das erste Projekt habe ich schon fertig. Ein Glasdach. Wunderbar. Das nächste wäre, wenn du da eine Kiste brauchst und ein Bett, stell dir das dann hin, wenn du dann angefangen hast mit dem Haus, dann brauchst du nicht Ja, so mache weit ich. laufen. Wir haben Wolle Ach genug. ja. Terraforming. Niklas hatte viel Wolle gefarmt für seinen Fußboden hier. Oh, Oh hup, nee, da hup. ist schon wieder eine Spinne im Dach. Das geht aber nicht. So, hier haben wir noch eine Truhe. So. Das kann alles ins Hauptlager hier. Graue Wolle, violette Wolle. Das hier gehört ihm. Das kommt alles ins Hauptlager. Okay, ach nee. Sowas nennt man wohl Wühlkiste hier. So. Dachach. Ich muss es wieder sortieren. Ja, diese Tiererei. Auch nicht gerade Wo toll. ist denn mein So. Lager? Da. Ja, das Video, was du da drin hast, da, dieser Spielfilm. Ja. Ich muss sagen, alle Achtung. Dankeschön. Wie lange habt ihr da dran gesessen? Huch, nee, kein Creeper. Wie lange habt ihr da dran gesessen? Ja, also wir haben natürlich als erstes so eine, ja, ein grobes Drehbuch, sage ich Ja, mal, sicher, das verfasst. muss ja, sonst funktioniert Jetzt, das auch ja, nicht. genau. Da war jetzt, ja, wir hatten natürlich jetzt auch nicht jedes Mal Zeit, weil da mehrere Leute natürlich dran beteiligt waren. Ich sag mal, eine Woche oder zwei so um den Dreh. Das Also geht es, doch. ja, das ging jetzt relativ fix eigentlich. Und beim Dreh, das war eigentlich das Schlimmste. Also das hat natürlich auch Spaß gemacht, aber an sich war das stressig, weil wir mussten alle Zeit haben und hast du nicht gesehen. Aber ich glaube insgesamt mit dem Schneiden und so kann man schon mit einem Monat rechnen. Manche Szenen mussten auch nachsynchronisiert werden, weil da der Ton irgendwie wirklich gut war. Aber ja, so ein Monat. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja, ich weiß ja schon, wie schwierig das war jetzt bei meiner Folge 500. Da hatte ich ja so Ja. eine Sonderfolge gemacht, wo ich dann Angela Merkel interviewt Ja, habe. genau. Und Die Folge war auch. da hatte ich ja alles alleine gemacht. Da waren ja keine anderen Leute dabei. Und das hat ja trotzdem ewig gedauert, bis ich damit Ja. fertig war. Wer hast du eigentlich die ganzen Audioschnipsel da gehabt? Hast du die aus irgendwie. Aus irgendwelchen Ach YouTube-Filmchen. so. Ich meine, sie hat ja einen eigenen Kanal hier bei YouTube. Hat Hallo sie Angela, falls du mich guckst. das? Hat sie wirklich einen eigenen Kanal? Sie hat einen eigenen Kanal. Die Bundeskanzlerin heißt der oder so ähnlich, keine Ahnung. Oder die Bundesregierung. Also irgendwo ist er auf jeden Fall Okay. immer dabei. Ja. Apropos die Bundesregierung, da hat sie ja, ich weiß nicht, gut, das war jetzt nicht die Bundesregierung an sich, aber irgendwie so eine Zeitschrift, war das der Spiegel oder so? Ja, ich glaube der nicht, aber meinten die tatsächlich, dass YouTube, also das Internet und nochmal YouTube
daran schuld wären, dass die Jugendlichen nicht zur Wahl gehen würden. Das, ich weiß nicht. Ja, also ich weiß nicht, ob sie daran schuld sind. Eigentlich gibt es ja so Sachen wie zum Beispiel den Wahlomaten. Ja, genau. Wo man, du kannst ja noch nicht wählen, oder? Nee, jetzt im Moment noch nicht, dauert noch ein bisschen. Ja, aber ich meine, es gibt ja im Internet so auch Angebote für Leute, die wählen wollen, dass sie sich da informieren. Und wo habe ich denn meine Schilder? Na, ich tue sie mal hier rein. Oder? Nee, ich nehme sie mit. So einfach ist das. Und ja, man kann da sich graue Wolle. Ich kann das nicht gleichzeitig einsortieren und sprechen. Das ist schwierig. Ja. So. Aber ich finde es auf jeden Fall ziemlich komisch, jetzt noch da YouTube mit reinzuziehen, weil, naja, denkt man nicht, dass da YouTube viel. Also ich denke mal, wenn sich die Politiker, die sollten sich an die eigene Nase fassen. Die haben sicherlich mehr Grund, dass keiner zur Wahl geht als YouTube. Wenn sie die Leute begeistern könnten. Ja. Wie damals zum Beispiel Willy Brandt oder was. Ne? Da ist man dann, weil der wirklich eine wusste, was er wollte und das also angepriesen hat und das eine Alternative war zur Regierung. Ich meine, inzwischen ist es ja so, egal was du machst, du kriegst immer Angela Merkel als Regierung, egal wen du wählst. Wählst du die FDP? Obwohl ich oder? Sagen musste, wie hieß er? Per Steinbrück? Ja. Ja, der hieß so, ne? Den fand ich jetzt auch nicht, wenn ich das mal jetzt so sagen darf, nicht wirklich. Würde ich kann jetzt nicht sagen, aber naja. Da hätte ich persönlich doch wieder lieber für Angela Merkel. So. Ja, aber wie gesagt, es gibt zu ihr, sie ist alternativlos, sagt sie ja immer selber. Es ist alles alternativlos. Und sie weiß damit, sie mit diesem Harmoniebedürfnis der Deutschen, das es ja anscheinend gibt und bloß keine Experimente und keine Aufregung, alles schön ruhig. Das kann sie sehr gut. Ja, gut. Und deswegen wird sie auch wiedergewählt. Ja. Bei ihr fühlt man sich irgendwie sicher und geborgen, wie bei Mutti, ne? Und deswegen, ja, muss ich sagen. Deswegen, selbst wenn alle die schimpfen über sie, aber trotzdem, sie wird wiedergewählt. Das ist ja die Hauptsache. Ja, genau. Sie macht zwar eine wandelnde Schlaftablette sein. Schön ausgedrückt. Ich habe nicht gesagt, dass sie es ist. Sie mag es sein, vielleicht. Trotzdem. Wolle. So. Hey, Holz. Holz ist im Lager. Kommt alles ziemlich an. Verzwickt. Was? Ja, die ganzen Wege. Jetzt bin ich hier auf dem Hausdach. Da ist das Lager und gucke mich hier um. Auf dem Hausdach. Vielleicht sollte ich einen Aussichtsturm bauen. Ja, so. Genau. Das wäre doch mal ein schönes neues Projekt. Ein Aussichtsturm. Ach, ich habe jetzt wieder so einen schönen Turm gesehen bei Eroine. Der baut ja wirklich ganz tolle Türme. Ja, da muss ich sagen, da habe ich bei... Du erwähnst ihn ja sehr, sehr oft. Und da habe ich mal reingeguckt. Also ich muss sagen, die Welt, die der sich da aufgebaut hat, ist wirklich bemerkenswert. Also, was er da geschafft hat. Ja, ich meine, er baut jetzt nicht so akkurat, so ganz feine Häuser und so, sondern sehr rustikal, aber wirklich enorm, was er da baut. Und jetzt hat er, ich meine, man kann die Welt ja downloaden und die ist natürlich um etliches größer als meine, kein Wunder. Ich meine, ich baue ja auch ein bisschen langsamer und... Ja, aber ich finde, das ist gerade das Schöne an dem Let's Play von dir. Die meisten sind so... Ja, halt sehr hektisch und... Ja gut, es gibt für jede Art von Let's Play gibt es ja irgendwelche Zuschauer. Die einen mögen es hektisch, die gucken dazu, die anderen mögen es eher ruhig, die gucken hier zu. Ja. Ist ja auch in Ordnung. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Was ist das Kürbiskern? So. Haben wir jetzt alles sortiert. Was habe ich denn hier noch drin? Stöcke, Wolle,
Komm nochmal weg. So, gut. Dann ist noch hell. Das sieht Güte. Schon dämmerig aus, irgendwie aus dem Lager heraus. Ja, stimmt. Ja, die halt Zeit Sache. Geht schnell um. So, wir haben schon wieder 20 Minuten. Ich sage ja, wenn du das Haus nicht schaffst, wirst du nicht. Deswegen ist das also kein Problem. Da kann man dann durchaus dann wieder einen Termin vereinbaren. Und ja, gut. Oh. Das ist schön. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen Zeit eingeplant. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich da jetzt, also ich 4-5 Stunden Zeit habe. Das ist um Gottes drei Willen, Stunden. Nee. Hast du morgen Schule? Ja, da, ja, Schule habe ich, aber sowieso. Ja, nur gut, da sollte man ja schon dann nicht so arg lange machen. Aber meistens gehe ich immer um, was weiß ich, um 10 oder 11. Ach. Reicht mir, also persönlich. Echt? Ja, ich bin. Könnt ihr euch das aussuchen da? Nee, aber ich stehe dann immer um 6:45 auf und dann bin ich eigentlich relativ ausgeschlafen. Ach so. Ach, du gehst um 10 ins Bett, meintest du? Ja, ja. Ich habe jetzt gedacht, du hast um 10 Schule. Nee, ich gehe um 10 oder 11 Uhr ins Bett. Geh mal ins Bett. Und dann, ach, ja, genau. Ich hüpfe die ganze Zeit rum. Brauchst du lassen. Und dann, wenn ich so um 7 Uhr aufstehe, ist halt schon, passt das. Bin ich schon ein bisschen gewohnt. Erstes war das anstrengend. So, ich bring dir mal was vorbei. Oh ja. Hier wieder weg. Wo bist du denn? Ich bin hier. Ja. Ach da. Wo baust du da hinten? Ach ja. Ich sehe schon. Okay, wunderbar. So, ich werde dir mal. Noch ein Blödel. Ich mache dreimal den gleichen Fehler. Bitte. Ich werde dir mal eine Kiste hinstellen. Ja, gut. Bett hast du auch dabei, oder? Ja, ich müsste nur erstmal eine Crafting-Box finden. Also, ich hatte nur die Rohstoffe dabei. Ja, gut. So, ich glaube, hier ist irgendwo eine Küche, wo man sich ein Bett backen kann. Hier, genau. So. Rolle oben, genau, so ist das richtig. Und ein Bett. So. Bitteschön. Dankeschön. Was ist das hier? Machst du hier einen Durchgang? Dahinter kommt dann der Friedhof, ne? Genau. Also willst du einen Durchgang zum Friedhof machen? Nee, da habe ich jetzt gerade erst mal ein bisschen Erde geholt. Das baue ich dann vielleicht gleich zu. Ich weiß nicht, ob du da wirklich... Was heißt die Erde geholt? Hast du schon mal im Lager geguckt, wie viel Erde da ist? Ja, stimmt. Ich war jetzt nur ein bisschen verpeilt. Da habe ich gedacht, ach, guck mal, da ist gerade Erde. 1-2 abgebaut und noch eben hingesetzt. Was wollte ich fragen? Genau, hast du hier eigentlich so eine Art Gästebuch? Oder? Nein, habe ich nicht. Das habe ich nicht. Danke. Bitte? So, machen wir erstmal, was machen wir denn jetzt? Ich wollte eigentlich... Machen wir das erstmal. Wie mache ich denn die Mauer vom Friedhof? Die wollte ich zuerst mal hochziehen. Dann... Liebe Güte, ich habe gedacht, das wäre nur die eine Kiste voller Erde. Nee, es sind alle 4 fast voll. Ist ja erschreckend. Das sind die Kies. So. Was suchst du? Ich bin gerade am Überlegen, aus was ich die Wände mache. Ich habe jetzt einen Holzboden und... Ja, ich habe gerade schon mal, letztes Mal bei der letzten Aufnahme, die ich allein gemacht habe, habe ich überlegt, was ich aus Schnee machen kann. Ich habe ja so viel Schnee. Hier oben ist das ja auch kein Wunder, auf dem Berg. Oh, schnell durch, sonst kriege ich hier wieder eine im Gesicht. So. So, erstmal einen Schluck nehmen. Und dann geht's auch mal hin. Ganz gut. Gut, okay. Oh.
Verstehe das nicht. Jetzt bin ich überhaupt nicht gerannt und ich habe überhaupt keine Hungerkeule mehr. Ist ja ein Problem. Was mache ich denn? Hast du noch Brot? Nee. Wie? Alles also, verbraucht. Ich habe jetzt nur ein Brot gegessen, die ganze Zeit, die letzten 20 Minuten. Ich weiß gar nicht, was ich immer so... immer so viel. Ich gucke mal, was es hier in der Hühnerfarm gibt inzwischen. An Hühnern. Ach, hier ist die? Ja. Okay. Da würde sich jetzt die Peter. Oh, hier ist ja alles voll. Hier, wir können uns... pass auf, du gehst mal hier runter, schaltest okay. Das Gerät ein. Indem ich... die Kabel nach oben bewege. Okay. Und wenn sie runterkommen, kannst du schon wieder runter bewegen. Jetzt kannst du schon wieder runter bewegen. Ei. So, und jetzt wird fleißig gegrillt. Dann kannst du dir aus der Kiste da... Ey, das ist aber viel heute. Liebe Grüße an die ganzen Tierschutzorganisationen. Ja, das sind doch das nur Bits und Bytes hier. Ja, stimmt. So. Oh, was ist mit denen hier? Ja, die können sich ja selber entscheiden, wann sie gegrillt werden wollen. Ja, stimmt. Ah, guck mal, da ist ja schon viel. Ich nehme einfach mal die Hälfte, ne? Oh, die Hälfte war es jetzt nicht. Oh, da kommt wieder neue. Ja, oder? Ne, da sind jetzt, glaube ich, gerade nur die Junghühnchen gestorben. 44 Federn immerhin. Ja, guck mal. Obwohl man mit Federn ja auch überhaupt nicht so wirklich viel machen kann. Doch. Pfeile. Ja gut, Pfeile, stimmt. Da bin ich ja. Okay, dann mal wieder ans Berg. Dann überlegen, wie ich das hier richtig machen soll. Hm. Ich nehme, glaube ich, einfach Stein als Boden, Pflasterstein. Wie mache ich die Mauer? Hier bin ich gerade am gucken gewesen, wo das Lager ist. Hier hat man eine schöne Aussicht, muss ich sagen. Ja, ja. Auf dem Dach. Vielleicht du könnte bist man... auf dem Mietshaus oben. Oh. Okay. Dass ich jetzt gleich sterbe, wenn ich da runterspringe. Ich gehe mal lieber den sichereren Weg. Ach ja. Gut. Wo steht die Sonne? Am Mittag, genau. Dann kann ich ja mal ein Thema ansprechen. Ich bin jetzt schon öfter gefragt worden, wie das denn ist. Mit einem Let's Play Together. Ich werde das jetzt mal so handhaben, liebe Leute, dass ich zunächst mal diejenigen einlade, die mich schon mal eingeladen haben. Auch wenn es vielleicht dann zu keinem Let's Play gekommen ist. Die lade ich erstmal ein. Dann habe ich noch einige... mit denen ich schon immer mal ganz gerne Let's Play Together spielen würde, die lade ich dann auch ein. Die werden zwar wohl nicht alle kommen. Also wenn ich zum Beispiel Gronkh einlade, wird er bestimmt nicht kommen, weil er das gar nicht liest. Aber so ungefähr. Und dann vielleicht im November oder Dezember bin ich dann so weit, dass ich mir eure Fragen angucken kann. Die ihr da fragt, wollen wir nicht mal zusammen Let's Play machen? Und dann sage ich, ja, wenn ihr, sagen wir mal, ein Let's Play habt, Minecraft, ne, so vielleicht 20 Folgen, ja, okay, dann gucke ich mir das an, ob unser Kommentarstil, Stil zu kommentieren, ob das zusammenpasst so ein bisschen. Und ja, und dann reden wir darüber. Ich hoffe, das ist so okay für euch. Ich muss da ja ein bisschen Auswahl treffen. So, wo geht die Mauer hier weiter? Damit ich das nicht immer wieder sagen muss, habe ich es jetzt mal hier einmal gesagt, aber wahrscheinlich fragen mich dann doch wieder alle. Ich muss mich dann halt wiederholen, kein Problem. Machen wir ja gern. So, okay. Glaub, ist so. Ich sollte hier noch eine Werkbank. Auch schon wieder etwas komisch, aber ist egal. Gut. Kommen denn dann die... hier hin,
Hier hin. Eins. Hier hin. Okay. Oh, nur Errungenschaft, schön. Was ich dich noch fragen wollte. Das habe ich jetzt beinahe fast vergessen. Und wo ist der zwar. Ausgang da? Ja. Weiß nicht, ob du das jetzt erfahren hast, aber Microsoft hat ja jetzt Minecraft gekauft, also Mojang, die Firma von Minecraft. Richtig, das genau. Haben wir schon hast jetzt schon ein paar Mal drüber geredet. Ach du Lüge. Auch ja. In Videokommentaren. Ja, ach, was soll man Lüge. Dazu sagen? Ist halt so, ne? Ja, jetzt hat nämlich auch ein Mitarbeiter veröffentlicht, dass ein Führender da, weißt du, der, wie nennt man das? Ja, ein führender Leiter, sage ich einfach jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz, wie man das nennt. Ja, führender Leiter oder leitender Führer, genau. Ja, genau. Von Mojang? Nee, von Microsoft. Aha. Einer, der wohl ziemlich weit oben steht in der Rangliste. Der meinte, dass der nicht verstehen kann, Minecraft so erfolgreich geworden ist. Also er kann es einfach nicht verstehen, weil da die Grafik wohl zu schlecht ist und da keine Story hinter ist. Und ja, jetzt munkelt man in Microsoft-Kreisen, dass die hier die Grafik ändern wollen und so und halt eine richtige Story dahinter setzen wollen. Ich weiß nicht, ob das nicht der Tod von Minecraft ist. Also was heißt der Tod, aber Minecraft lebt ja von der eigenen... Das glaube ich nicht. Von mir aus können sie da Storys hinter noch machen, so wie sie wollen. Aber das Beeindruckende an Minecraft ist ja, dass es gerade deswegen, weil keine tolle Grafik und weil keine Story dahinter ist, trotzdem so erfolgreich geworden ist. Das ist ja das Beeindruckende. Der erinnert mich immer an Lego irgendwie. Also immer wenn ich Minecraft spiele, muss ich mit Lego denken. Ja, genau. Lego-Baukästen da, wo du auch deine oder Welt... Es gibt andere Spiele, zum Beispiel kannst. Wie Tetris. Das spielt man ja immer noch ganz gern vielleicht. Obwohl da überhaupt keine tolle Grafik dahinter ist. Schlafen? Oh ja, schlafen. Gute Idee. Ach, jetzt habe ich hier mein Bett hier. Ja, ich habe dir da eins hingestellt. Okay. Dann schlafen.